So, der Stabi ist raus, das ist ganz einfach gewesen. Vorne die Schraube abgemacht, die Mutter. Hier diese Mutter ein Stück nach hinten gedreht. Muss nicht ganz bis hinten hin sein, aber ein Stückchen sollte man drehen. Die Schrauben beide gelöst von unten. Kann ich die Schrauben jetzt rausnehmen. So. Komm raus. Dann kann man die Strebe anheben und fummelt die hier durch. Klack. Und kann sie vorne rausziehen. Genauso wieder reinmachen. Erst oben rein, dann unten rein fummeln. Einfachste Methode, dauert nicht lange. Am besten, ich nehme immer einen Wagenheber, den ich mir hier noch unter den Querlenker setze. Dann kann ich das anheben und habe so nicht so einen Zug hier und vorne. Es geht einfacher raus. Jeder macht das anders, ich mache es so. So, jetzt können wir die neuen Gummis da einsetzen. Und schon sind wir fast fertig. Hat eine Viertelstunde gedauert.